Mädels, das ist doch sicher unser Kurier. Lass uns zu ihm gehen. Guten Tag, Mädels. Ich habe euch eine Pizza mitgebracht. Ja, schönen guten Tag. Wir haben auf Sie gewartet. Schaut euch diese wunderbar leckere Pizza an. Die ist für euch. Und ich habe hier noch was für euch. Hier ist eine kleinere Pizza. Auch für euch. Okay, ich nehme sie. Die ist ja winzig. Und jetzt schauen Sie noch mal nach oben. Hier, diese große Pizza ist auch noch für euch. Wieso ist sie so gigantisch? Die fällt auf uns. Willkommen in der neuen Challenge. Kleines, mittleres und großes Essen. Oh, wow. So viel Popcorn. Ich habe noch nie so einen gewaltigen Eimer gesehen. Das ist einfach fantastisch. Ah, Julie, du hast am wenigsten Glück gehabt. Dafür kannst du aber anfangen. Hast du schon eine Ahnung, wie du dieses Stück Popcorn aufessen wirst? Ich muss mir was überlegen. Ich habe eine Idee. Mit dieser einzigartigen Maschine hier werde ich meine Portion vergrößern. Los geht's. Oh, wow, es hat funktioniert. Ich wünsche mir eine noch größere Portion. Hä? Mensch, ich habe alles wieder zurückverwandelt. Dann werde ich wohl das essen müssen, was ich habe. Das war lecker, zu schade, dass es so wenig war. Jetzt bist du dran, Mia. Oh, super, da freue ich mich schon. Gut, dass ich eine mittlere Portion habe. Schmeckt das lecker. Ich will mehr davon. Mehr, 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 mehr. Oh Mann, ich habe schon alles aufgegessen. Jetzt bist du dran, Brittany. Yes! Oh, da freue ich mich schon. Ich bin so mega hungrig. Ich liebe diesen Geschmack. Das beste Popcorn ever. Ich will, dass es Popcorn regnet. Da habe ich auch nichts dagegen. Was? Habe ich etwa nichts mehr übrig? Moment mal, da war doch noch etwas. Na, was habe ich gesagt? Oh, wow, und diesmal gibt's Nudeln. Voll cool. Mias Portion ist klein. Hier ist die mittlere Portion. Und die von Julie ist einfach gigantisch. Aber ich darf anfangen. Schließlich habe ich ja die kleinste. Oh, Mino, diese Stäbchen sind einfach zu groß für meine Portion. Moment mal, ich weiß auch schon, wo ich mir diese Mini-Stäbchen besorgen werde. Gib mal her. Ach, du willst nicht. Und wenn ich sie dir abkaufe? Ist das alles für mich? Fantastisch. Super, ich wusste doch, dass das funktionieren würde. Ah, Geld, 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 Scheine. Das ist so erbärmlich. Jetzt kann ich meine Nudeln probieren. Es hat funktioniert. Schmeckt das lecker? Brittany, jetzt bist du dran. Aber gerne doch. Oh nein, ich glaube, diese Stäbchen sind ein bisschen zu groß für meine Portion. Ich schaffe das einfach nicht. Oh nee, ich brauche diesen zweiten Stab nicht. Ich benutze nur einen. Könntest du bitte mein Kleid nicht anfassen? Einen Moment. Na, was habe ich gesagt? Jetzt probieren wir mal was. Mädels, das schmeckt so lecker. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Die besten Nudeln, die ich je gegessen habe. Das war's absolut wert. Ich liebe diese Challenge. Jetzt kannst du weitermachen, Julie. Hurra! Na, endlich kann ich meine mega große Nudelportion aufessen. Obwohl ich keine Stäbchen mehr habe. Wobei, ich kann alles doch mit den Händen essen. Ew, ich kann mir das nicht ansehen. Mit den Händen essen? Wer macht das denn überhaupt? Lecker, 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 lecker. Wie bin ich denn in diesem Eimer gelandet? Pfui. Oh Mann, so kleine Donuts habe ich noch nie gesehen. Yes! Oh, Brittany, ich hätte gerne deine Portion. Ach, du meine Güte. Oh, mein Schatz. Ich habe einfach Glück gehabt. Aber du kannst anfangen, Julie. Okay, ich habe zwar nur eine kleine Portion, aber dafür kann ich sie schnell aufessen. Das war so gut. Jetzt bist du dran, Brittany. Das werde ich gleich tun. Oh nein, mein Donut ist weggeflogen. Ich habe ihn gefangen. Lecker Schmecker. Der gehört mir. Gib ihn sofort wieder zurück. Oh,
fast abgebissen. Oh, Menno. Okay. Ich hoffe, der schmeckt noch. Mm, so süß und sanft. Hey, was ist so rum? Ist dein Donut? Also, ich bin eine echte Lady, deshalb benutze ich Besteck. Hm, ich fange mit diesen Streuselchen an. Schmeckt ganz schön lecker. Und jetzt probiere ich ein Stückchen von dem Donut. Fantastisch. Ich liebe diesen Geschmack. Come on! Hey, wieso habt ihr es so eilig? Ich will meine Portion genießen. Also, lass mich in Ruhe. Ah, lass uns so lange Uno spielen. Ich sehe so hübsch aus. Bin ich etwa eingepennt? Hey, was erlaubst du dir überhaupt? Schau mal, ich glaube, sie hat alles aufgegessen. Nur noch das letzte Stückchen. Das war ein echter, unverwechselbarer Genuss. Mädels, ich glaube, wir können endlich weitermachen. Ah, was ist das denn für eine Mini-Packung Pringles? Sowas gibt's doch nicht. Ich habe eine mittlere Packung und ich habe die größte. Gibst du vielleicht uns was? Nein, nein, nein. Du isst bitte deine kleine Portion. Alles klar, alles klar. Dafür bin ich mir sicher, dass meine Mini-Chips viel besser schmecken werden als eure. Na, was habe ich gesagt? Was für ein seltener, zarter Geschmack. Ich bin fertig. Könntest du mich bitte nicht vollmüllen? Oh, sorry, ich werde dir das kompensieren. Übrigens, du kannst weitermachen. Ja, tatsächlich. Ich bin so hungrig nach Chips. Ich habe die seit einer Million Jahren nicht mehr gegessen. Schmeckt das köstlich? Ich muss sofort alles aufessen. Und dabei helfen mir diese klitzekleinen Finger hier. Schaut mal. Hoppla. Habt ihr diesen mega coolen Trick gesehen? Ja, das war super. Und jetzt stecke ich mir das alles in den Mund. Das schmeckt mega lecker. Gib mir noch deine Pringles. Was? Auf keinen Fall. Die gehören mir und nur mir. Hab ich da Glück gehabt? Na, schauen wir mal. Oh, wow. Ich habe noch nie so große Chips gesehen. Die kann ich ja fast als Fächer benutzen. Schluss mit lustig. Jetzt probiere ich was. Mädels, ich muss euch sagen, ich habe noch nie was Besseres probiert. Und wisst ihr was? Ich werde nicht mit euch teilen. Das gehört alles mir. Mega coole Pringles. Diese Krümel brauche ich nicht mehr. Oh, deine Krümel sind so groß wie meine Chips. Oh, tut mir leid, ich wollte euch nicht vollmüllen. Wobei, nein, es ist mir scheißegal. Ha, Moment. Ich glaube, ich falle in Ohnmacht. Ah, oder doch nicht. Britney, ich glaube, du hast alle umgehauen. Ups.